Wenn Sie glauben, Sie hätten schon jeden Mist im Fernsehen gesehen, werden Sie jetzt überrascht sein. Wir setzen jetzt einen oben drauf. Total! Der einzigen Sendung. Ja, nee, die einzige Sendung, die Sie eigentlich noch ansehen müssen. Die einzige, alles andere lasse ich weg. Ja, und ich platze auch direkt mit der Nachricht der Woche raus. Der Bundestag hat entschieden, Buberts wird legal! Meine Damen und Herren, ja, da sag ich doch, endlich hat die Ampel mal was durchgezogen. Ja? Karl Lauterbach wird wahrscheinlich ab sofort alle keine Macht den Drogenaufkleber da draußen abpiddeln. Denn ab dem 1. April, ab dem 1. April? Was ist denn das für ein Datum? Eieiei. Oh, da vermute ich Schlimmes. Ab dem 1. April darf ich, das ist doch eine Verarsche wahrscheinlich, ne? Gut, wir lassen uns überraschen. Aber ab dem 1. April offiziell hat da Cannabis seinen großen Auftritt. Aber Vorsicht, meine Damen und Herren, ganz wichtig, Cannabis wurde nur teilweise legalisiert. Teilweise. Viele fragen sich jetzt, was heißt denn teilweise? Da helfen wir gerne. Ab und zu. Aber nicht mehr. Nur ab und zu. Nein, natürlich heißt es, Sie dürfen maximal 25 Gramm besitzen. Alles darüber wäre professioneller Handel. Ja, wobei mit Lizenz eigentlich kein Problem. Und ich frage mich, Wolfgang, eigentlich sollen wir nicht einen Coffeeshop aufmachen, wir zwei? Ne? So ein kleiner Nebenfall. Ich würde dich als 450-Euro-Kraft anstellen. Schöner Coffeeshop, den nennen wir dann Puffys Pop-Up Coffeeshop. Fände ich geil. Ja? Oder Haus des Dröhners. Oder ein bisschen was Schickeres, Bonsoir. Ja? Oder Pot-à-Porté. Oder wir machen aus beiden einen Joint Venture. So, das waren dann die Witze für heute. Christian Lindner, der hatte auch mal wieder eine Glanzstunde. Der durfte sich mal wieder unangenehmen Fragen aussetzen. Und da war unser Sunnyboy, der Mr. Nice Guy, ganz schön wortkarg. Welche der klassischen Ministerialaufgaben übernimmt die externe Beratung und warum? Ich danke für eine Antwort. Vielen Dank, Frau Kollegin Gressle, für Ihre Frage. Keine. Bam! Aber ich muss schon sagen, das war der erbärmlichste Mic-Drop, den ich jemals gesehen habe, oder? Alle anderen machen so und er. Vor allem, was hat er gesagt? Keine, ne? Wie er keine gesagt? Keine. Da hätte meine Mathelehrerin direkt gesagt, keine was? Hunde, Katzen, Mäuse. Aber der ist schon krass. Noch kürzer kannst du eigentlich nicht antworten. Würde man denken. Lindner kann aber. Sie haben die Boston Consulting Group nicht beauftragt und werden sie auch nicht beauftragen mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren. Damit wir das ganz klar hier notieren. Vielen Dank für Ihre Nachfrage, Frau Gressle. Ja. Dankeschön. Er ist und bleibt ein arroganter Fatzke. Finden Sie nicht auch? Und was macht er immer mit seinem Mikro? Was ist mit dem Mikro los? Quietschen die alle so im Bundestag?
wenn das Ausland sieht, ja? Die haben überhaupt keinen Respekt mehr vor uns. Die brauchen ein bisschen Öl. Oder noch besser wäre WD-40. Kennen Sie das? WD-40. Zaubermittel, sage ich Ihnen. Zaubermittel. Kann alles. Und das sollten wir eigentlich mal, das sollten wir in den Bundestag schicken. Ne? Sollen wir das mal in den Bundestag? Ich hatte da was vorbereitet. Ich habe mir gedacht, das schicken wir jetzt einfach schön in den Bundestag. Hier, ne? WD-40. Das können die dann, reicht locker für, wie viele Sitze haben die mittlerweile? Zu viele. Lassen wir es so zusammenfassen. Das schicken wir jetzt hier schön in den Bundestag auf meinen Nacken. Ja, habe ich den gekauft, vorhin noch an der Tanke. Und dann machen wir das hier schön bundestagmäßig fertig. Kommt von Onkel Puffy. Und damit es auch ankommt, habe ich mir überlegt, wir schicken das an Karl Lauterbach. Ne? Bundestag CO Karl Lauterbach. Weil je nachdem, was er geraucht hat, nimmt das an. Das ist für den Deutschen Bundestag. So geht Demokratie, meine Damen und Herren. Einfach mal mitmachen. Schickt das mal bitte ab. Ne? Schön, schön abschicken. So, sehen Sie? Ja. Demokratie ist Mitmachpolitik. Habe ich jetzt mitgemacht. So, was ganz anderes. Der SV Darmstadt 98 ist ja Tabellenletzter in der Bundesliga. Gegen Werder Bremen sah es, ja, die einen sagen so. Die anderen sagen, ach, das ist mir aber auch egal. Jetzt sah es aber gegen Werder Bremen ganz kurz so aus, als könnten sie einen Sieg einfahren. Es war aber Handspiel. Es war Handspiel und der Schiri hat das Tor aberkannt. Am schönsten hat mir aber ehrlich gesagt die Reaktion von Trainer Thorsten Lieberknecht gefallen. Herr Lieberknecht, die waren sehr emotional nach dem Schlusspfiff. Warum genau? Mach die andere Frage, komm. Warum? Du weißt doch warum. Dann musst du mich jetzt doch nicht fragen, warum ich emotional war. Aber die Regel kennen Sie doch, oder nicht? Mit Absicht und nicht Absicht, dass es egal ist vor Torerzielung, oder? Die ist mir bekannt, aber die ist trotzdem ein Riesenskandal. Aber ist ja Teil des Regelwerks, oder? Ja, ja, genau. Und der diese Regel erfunden hat, den würde ich echt gerne mal kennenlernen. Am besten heute noch. Wenn Blicke töten könnten, meine Damen und Herren. Stimmt aber. Stimmt da absoluter Skandal. Ja. Und ich glaube, jedes Haar auf Lieberknechts Kopf steht übrigens für eine Sekunde Spaß und gute Laune. Ne?